Cancel Culture gibt es nicht. Dieses offensichtlich falsche Statement will ich in diesem Video hier nicht diskutieren. Einigen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bezüglich der Existenz von Cancel Culture und sprechen darüber, welche historischen Figuren gecancelt wurden und wie viel Sinn das macht. Spoiler, es macht keinen. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt tote Menschen canceln erklärt. Beginnen wir mit der Frage, was bedeutet überhaupt Cancel Culture? Erstens, Definition von Cancel Culture. Da es im Duden noch keine Definition gibt, schauen wir mal in der englischen Sprache nach. Das Cambridge Dictionary liefert eine Definition, die frei übersetzt etwa lautet, eine Verhaltensweise in einer Gesellschaft oder Gruppe, insbesondere in den sozialen Medien, bei der es üblich ist, jemanden völlig abzulehnen und nicht mehr zu unterstützen, weil er etwas gesagt oder getan hat, das einen beleidigt. Was mir persönlich und vielleicht euch auch in dieser Definition fehlt, ist der Aspekt, der die gecancelte Person aus der Öffentlichkeit ausschließt, also wirklich effektiv cancelt. Diese Komponente beinhaltet der Begriff des Deplatforming. Zweitens, Definition Deplatforming. Auch hier kann uns der Duden nicht weiterhelfen, weshalb wir Wikipedia zu Rate ziehen. Deplatforming bezeichnet eine Strategie zum dauerhaften Ausschluss einzelner Personen oder Gruppen von zumeist digitalen Plattformen, wie sozialen Netzwerken, Online-Dienstleistern oder Providern. Beispiel hierfür wäre das damalige Sperren des Twitter-Accounts von Donald Trump. Aber aus welchen Gründen kann es überhaupt zu dem tatsächlichen oder unterstellten Canceln und Deplatformen einer Person kommen? Gründe fürs Canceln. Auch hier hilft uns wieder Wikipedia. Im Artikel zu Cancel Culture erfahren wir, der Begriff beschreibe die systematischen Bestrebungen zum partiellen sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen, denen beleidigende, diskriminierende, rassistische, antisemitische, verschwörungsideologische, bellizistische, frauenfeindliche, frauenverachtende, homophobe Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen werden. Da ist also für jeden etwas dabei. Wenn du sicherstellen willst, nicht wegen mangelhafter Kommunikation gecancelt zu werden, dann schau auf www.wecommunicate.de vorbei. Egal welche Kommunikations- oder Marketingaufgabe du hast, wir helfen dir, sie zu lösen. WeCommunicate. Und wenn du mich über meinen YouTube-Kanal unterstützen willst, dann abonniere jetzt oder werde am besten gleich Kanalmitglied und alternativ findest du auch einen PayPal-Link in der Beschreibung. Viertens, Begriffshintergrund. Hierzu muss man wissen, dass Cancel Culture einen politischen Kampfbegriff darstellt. In meinem Video zu John McWhorters Die Erwählten, das ihr hier anschauen könnt, habe ich schon zum Thema gesprochen. Vereinfacht gesagt gibt es zwei Perspektiven. Die linke Perspektive. Innerhalb der politischen Linken gibt es verschiedene Sichtweisen auf das Phänomen. Einige verneinen, dass überhaupt Menschen gecancelt werden. Andere vertreten den Standpunkt, nur Leute, die es verdient hätten, würden gecancelt. Einig ist man sich, dass die Rolle der Cancel Culture von der politischen Rechten übertrieben dargestellt wird. Der Rechten wird mitunter unterstellt, sich hinter dem Begriff zu verstecken und ihr Denken und Handeln so zu legitimieren. Die rechte Perspektive. Innerhalb der politischen Rechten sehen es die einen als übertriebene Ausprägung der linken Political Correctness. Andere sehen darin eine effektive Gefahr für die Meinungsfreiheit. Oder sogar den Versuch der Linken, die politische Opposition auszuschalten. Einig ist man sich, dass Cancel Culture definitiv vorkommt, vielleicht sogar als permanentes Damoklesschwert zur Selbstzensur der Menschen führt. Fünftens, das Canceln der Vergangenheit. Nehmen wir diese Informationen zum Begriff mal als Basis für dieses Video. Es geht nun darum, zu betrachten, ob es sinnvoll ist, Menschen, die bereits tot sind, nachträglich in diesem Sinne zu canceln. Das heißt, einer historischen Person X werden nachträglich beleidigende, diskriminierende, rassistische, antisemitische, verschwörungsideologische, bellizistische, frauenfeindliche, frauenverachtende, homophobe Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen. Daraufhin wird Person X abgelehnt bzw. nicht mehr unterstützt. Entsprechend wird sie gedeplatformt. Und nun stellen wir uns die Fragen. Macht das Sinn? Und welche Konsequenz hat diese Art des Cancelings? Und bevor der Einwand kommt, das Canceln der Vergangenheit wäre nicht real, lass mich ein paar Beispiele geben. Ich beziehe mich auf dieses Video der Yale University, das in Gänze sehr, sehr empfehlenswert ist. Sechstens, Beispiele. Im Video werden einige Beispiele genannt, darunter Philosopher David Hume, canceled by the University of Edinburgh. George Washington, Thomas Jefferson, canceled by the school board of San Francisco. All three for accommodating or exploiting the institution of slavery. Menschen aus dem 18. Jahrhundert werden also heute gecancelt, weil sie eine damals gängige Praxis, Sklaverei, betrieben. Abraham Lincoln was canceled by the same board, accused of lacking empathy for Native Americans. Weil er zu wenig empathisch gegenüber Native Americans war. Eine Haltung, die damals leider völlig normal war. Ähnliches gilt für Theodore Roosevelt, dessen Statue abgerissen wurde.
Das bedeutet insgesamt, dass alle 4 Präsidenten auf dem Mount Rushmore von verschiedenen Institutionen nachträglich rassistisches Verhalten vorgeworfen wurde. Entsprechend wurden sie abgelehnt und ihre Plattform entzogen. Das Twitter und Instagram von heute sind in diesem Fall die Statuen und Schriften von damals. Es ist also Fakt. Das Canceln der Vergangenheit, wie bisher in diesem Video definiert, findet statt. 7. Macht das Sinn? Grundsätzlich muss man sich hier zunächst die Frage nach der Absicht stellen. Sollte nicht die Intention von Handlungen darüber entscheiden, ob wir es beispielsweise als rassistisch wahrnehmen? Dieses Thema habe ich im Falle von Joe Rogan bereits behandelt. Das könnt ihr euch hier ansehen. Die noch wichtigere Frage im Kontext des Cancelns in der Vergangenheit lautet: How much above the moral standards of the day must the genius or any person rise? How far seeing must the genius be? Wie weit muss ein Mensch dem damaligen moralischen Standard voraus sein, um nicht nachträglich dafür gecancelt zu werden? Wie weit muss ein Mensch in die Zukunft schauen können, um sein Verhalten und Denken den künftigen Anforderungen anzupassen? Umgekehrt gefragt, wie verkommen muss ein Mensch sein, dass man ihn auf jeden Fall canceln sollte? Als Beispiele hierfür werden Michael Jackson und Woody Allen wegen Kindesmissbrauchs genannt. Beide wurden in gewisser Weise gecancelt. Umgekehrt hängen überall auf der Welt Bilder von Picasso, auch in der Yale University, obwohl er erschreckendes Verhalten an den Tag gelegt hat. Mehr Details findet ihr wieder im Video. Im Falle des Musikers R. Kelly wird die Frage gestellt, canceln wir die Person, den Musiker oder beides? 8. 3 mögliche Antworten. Im Yale-Video geht es ausschließlich um Genies und deren offensichtlich spürbaren Einfluss auf die Welt. Am Beispiel von Künstlern und Politikern ist deren Einfluss auf die Welt natürlich spürbarer als für einen weniger wichtigen Menschen. Wir können die Frage, ob Menschen aus der Vergangenheit gecancelt werden sollten, aber dennoch verallgemeinert beantworten. 1. Moral ist eine notwendige Voraussetzung für positive Schaffenskraft. Ein Mensch, vor allem ein einflussreicher Künstler oder Politiker, sollte nicht nur den moralischen Standards seiner Zeit entsprechen, sondern auch denen, die sich vielleicht in der Zukunft noch entwickeln. Das heißt, wenn jemand nicht perfekt ist, sollte er und sein Werk komplett gecancelt werden. 2. Moral und außergewöhnliche menschliche Errungenschaften sind zu unterscheiden. Die Bedeutung oder der Wert eines Kunstwerks, einer politischen Errungenschaft oder einer sonstigen Leistung ist unabhängig von seinem Schöpfer. Menschen, auch mit großer Schaffenskraft, können nicht an Perfektion gemessen werden, sondern an ihrem Anteil des gesellschaftlichen Fortschritts. Das heißt, es sollte niemals gecancelt werden. 3. Das Gute sollte nicht auf dem Altar der Perfektion geopfert werden. Wir können nicht erwarten, dass Menschen perfekt sind. Die Welt wird nicht durch Perfektion, sondern durch Schaffenskraft vorangebracht. Barack Obama sagte, Menschen, die wirklich tolle Dinge tun, haben Fehler. Das heißt, es kommt auf den Grad der Verfehlung an, ob jemand gecancelt wird oder nicht. Man muss abwägen. 9. Was denke ich? Was lernen uns diese 3 Antwortmöglichkeiten? Aus meiner Sicht ist Antwort 1 absolut nicht haltbar. Menschen sollen also in die Zukunft blicken können, um zu sehen, wohin sich Moral entwickelt. Ich persönlich tendiere zu Antwort 2, dass wir Kunst und Künstler oder Schöpfer und Werk immer trennen sollten. Ich verstehe aber, dass es Gedankenspiele gibt, in denen das echt heftig werden kann. Zum Beispiel, wenn unterdrückte oder traumatisierte Menschen ständig mit dem vergangenen Leid konfrontiert werden. Weshalb vermutlich auch Antwort 3, also es kommt darauf an, für die meisten am plausibelsten klingt. No way! Natürlich kommt es darauf an. Das Problem ist aber, wer entscheidet das und nach welchen Parametern? Die Gesellschaft und unsere Moralvorstellungen ändern sich ständig. Woher weißt du, was wirklich moralisch ist? Weißt du, dass du gerade die moralische Spitze der Menschheit darstellst? Woher sollen wir wissen, ob wir selbst in Zukunft noch tragbar sind? Nicht mehr tragbar? Ich nicht mehr tragbar? Wegen Sonnenpipi-Fax? 10. Fazit. Heute ist Sklaverei für uns unvorstellbar. Aber willst du ernsthaft behaupten, du hättest 1770 als einziger gesehen, dass das falsch ist? Und deshalb muss jeder, der die Sklaverei damals nicht abgeschafft hat, heute gecancelt werden? Blick in die Zukunft. Werden wir alle mal gecancelt, weil wir keine Veganer sind? Oder werden wir irgendwann von Aliens unterjocht, die uns beibringen, dass Atmen moralisch verwerflich ist? Fuck. Der einzige Weg, aus diesem Dilemma zu kommen, ist aus meiner Sicht Antwortmöglichkeit 2. Wir müssen konsequent Werk und Schöpfer trennen. Niemand kann den potenziellen Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Und es sollte auch nicht unser Job sein, uns darüber den Kopf zu zerbrechen, ob ich ein Lied noch hören soll oder nicht. Man darf, ja, vielleicht sollte man R. Kelly hassen. Aber dennoch hat I Believe I Can Fly Millionen von Menschen zu Großem inspiriert. Was meint ihr dazu? Ich bin bei Skeptic und wenn du der Meinung bist, dass du BS in diesem Video gefunden hast, dann lass es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und ein Abo, eine Kanalmitgliedschaft vielleicht und folge mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify.
und ein großes Dankeschön an alle Spender und Kanalmitglieder, die diesen Kanal am Leben halten.